Hallo Leute, wie ihr wisst, ich habe letzte Woche Donnerstag euch Teil 1 von meinem Video aufgenommen. Es ging um finanzielle Lage. Und heute habe ich mich entschlossen, das zweite Video zu drehen von mir und das zu benennen. Teil 2, Video Teil 2 von finanzielle Lage Teil 2. Und zwar, ich habe heute ja gesagt, jetzt mit diesem Gesetz, Bundesteilhabergesetz, sind ja erlaubt 25.000 auf dem Konto zu haben. Und im Jahre 2020 steigert das um 50.000. Und was drüber ist, nehmen wir an, ihr habt anstatt 50.000 60.000. Das heißt, wenn ihr 60.000 auf dem Konto habt, nimmt der Staat was ab, so dass ihr auf dem Konto 50.000 mehr habt. Weil das ist ja begrenzt gesetzt vom Staat. Aber jetzt ist das noch nicht. Jetzt ist das, wie ihr wisst, aber das ist noch nur. Das ist aber noch nicht so weit fortgeschritten. Mit 50.000 kommt erst im Jahre 2020. Und das ist dann 50.000 ist Schluss, sagt. Das ist begrenzt gesetzt. Wenn ihr 60.000 habt, dann kriegt der Staat, wird der Staat abnehmen. Also nimmt der Staat das ab, so dass ihr auf dem Konto 50.000 habt. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn die Leute in Werkstatt für beeinträchtigte Leute schaffen und die verdienen, sagen wir mal hier 200 bis 300 Euro. Wenn die Leute zum Beispiel Busse fahren oder Züge fahren oder private Bahnen fahren, die haben einen Behindertenausweis mit 100%, die kommen frei und dann gibt es so eine weiße Marke, das ist dann als Fahrticket sozusagen, und dann dürfen die noch ein Begleitperson mitnehmen, das ist, der kommt auch dann frei. Aber wenn das Gesetz jetzt verwirklicht wird und die Leute selber zahlen müssen, dann haben die praktisch gesehen noch weniger Geld als jetzt. Weil die müssen dann praktisch Krankenkasse selber bezahlen, dann ganze Versicherungen fällt auf die, auf denen zurück. Und dann müssen die noch Busse fahren, wenn die die Busse in Anspruch nehmen, also die Stadtbusse, meine ich. Dann müssen die Züge bezahlen und Privatbahnen bezahlen, und dann ist ganz klar, dann sieht das schwer aus mit dem Geld. Ja, und dann sind die Leute praktisch gesagt auf sich selber angestellt. Ja, ich hoffe, euer Kurzvideo Teil 2 von Bundesteilhabergesetz über die finanzielle Lage hat euch gut gefallen, und auf mein weiteres Video könnt ihr dann euch freuen, das kommt so bald wie möglich, und ja, über eure Kommentare würde ich mich ganz klar freuen. Ihr könnt mein Video abonnieren, wenn euch gefallen hat. Bitte Daumen nach oben. Daumen nach unten möchte ich nicht so gern sehen. Aber wem das Video nicht gefällt, ihr könnt natürlich Daumen nach unten machen. So, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis mein weiteres Video kommt. Tschüss.